Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5, die nächste zufällige Mission. Die Zeit rast dahin. Absorbiere Uhr auf Schwierigkeitsstufe mittelschwer, also mittel, und benutze dabei nur Eistürme, Scharfschützen, Affen 4-2, Reißnageltürme, Boomerangwerfer und Bombentürme. Diese Herausforderung von Umbre 30 NTH Degrade. Okay, dann verstehe ich nicht so richtig. Aber so ist es halt. Wir dürfen hier oben viele Türmchen benutzen. Und ich denke, wir fangen einfach mit dem Boomerangwerfer an. Und sehen, was weiter passiert. Für die Leute, die nicht wissen, wie die Map-Uhr funktioniert. Ich habe die Map auch so selten gespielt, aber mittlerweile denke ich, weiß ich, wie sie funktioniert. Die Bloons kommen hier oben rein. Gehen hier bis zu diesem inneren Kreis, da wo mein Mauscursor ist. Hier, ne? Da, ich hoffe, ihr seht ihn. Rechts vom Boomerangwerfer. Gehen hier den Kreis so lang rum, bis sie bei dem Stundenzeiger angekommen sind. Und gehen da dann raus. So wie ihr es gerade gesehen habt. Biomischer Boomerang. Würde ich ja schon ganz gerne skillen. Na okay, ein Leben von der Wolle ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Wobei Gelieven-April auch nicht uncool ist, muss ich gestehen. Ich liebe den Skill ja schon. Und ohne das Häuschen vom Dings haben wir es natürlich ein bisschen schwieriger. Ohne das Häuschen vom Boomerangwerfer. So, Grüne kommen halt ein bisschen durch noch, ne? So ein, na gut, wir kommen Palmen durch. Ist jetzt auch mal nicht so schlimm. Auf 1600. Wobei der Glyphenabreiß nicht verkehrt, ne? Wollen wir schon mal sagen. Oh, mein Glyphenabreiß, okay. Wir machen mal den Glyphenführer diesmal. Komm, meinetwegen noch einen Reißnagelwerfer, ist mir auch egal. Kostenlose Ding hier. Ist mir Schnuppe. Oh, schneller schießen. Leadbloons kann er schon kaputt machen, der Boomerangwerfer. Tarnbloons kann man noch nicht killen. Wer kann denn die Tarnbloons killen? Also aus dem Sniper gar keine. Ist ja interessant. Na ja, gut. Komm auf den ersten, ist okay. Ja, außer dem Sniper kann ja keiner auf Tarns gehen. Das ist ein bisschen eklig. Und bei der Glyphenführer, der könnte, aber da brauche ich ja $10.000. Ein bisschen viel, finde ich. Ein bisschen viel. Machen wir noch ein Bombenturm, ist jetzt nicht ganz so notwendig. Können wir den noch ein bisschen verbessern hier. Den Reißnagelwerfer. Den mag ich ja an sich nicht, den Turm, weil ich ihn einfach nur schwach finde. Er wird sich auch nie daran was ändern, weil der Turm einfach schwach ist. Er hat leider kein Potenzial, stark zu sein, was ich echt schade finde. Das hat einmal so einen Turm, der halt wirklich nutzlos ist. Nutzlos erscheint. Er kann nicht mal speeden, ne? Er kann wirklich nur auf dem oberen Zweig. Das ist natürlich ätzend. So witzig, einfach direkt auf den davor. Bloons laufen direkt in seine Arme rein. Splitterbomben. Na, was ist denn jetzt? Sträubung oder Mobschläge? Ich denke mal, Mobschläge werden sinnvoller sein. Das dann, ich würde auf den letzten gehen. Damit er immer alle gegen alle schießt, gegen die gegen ihn laufen. Und da ist er schon. Wird man noch einen zweiten hier hinsetzen, der leider noch kein Nachtsichtgerät hat. Naja, auch schon 2000 Popcorns. Gar nicht so schlecht gegen normale Bloons. Normale Bloons sind aber auch in der Regel nicht das Problem.
sondern eher die Zeppeline. Na, Maisbrocken machen, oder? Der sieht ganz gut aus hier. Gerade wenn sie halt immer alle gegen... Ach du Kacke. Alle gegen sie laufen. Zack. Der wird auch, denke ich, relativ schnell die Popcorns kriegen. Wir können auch einen arktischen Mittelrichter, aber wo ich die Glyphenführung ganz gerne machen möchte. Wenn ich jetzt zwei Türme verkaufe, hätte ich halt schon 6000 Gold. 7000. Also wenn ich wirklich drauf anlegen wollen würde, die würde ich die beiden verkaufen, dann hätte ich die Kohle schon drin. Ich denke, das mache ich auch. Aber der Mobschlag ist ja ungünstig, den zu verkaufen jetzt. Ach komm, wir warten auf die... auf die kleinen 5000 Dollar, die ich hier noch brauche, das kriege ich hin. Na, Eisturm, 1100, wunderbar. 2800, 4000 fast. Da tat das weh. Tat das weh. Ja, da hätte ich den Glyphenführer gebraucht. Ich würde den Glyphenführer ganz gerne woanders hinsetzen. Nein, das war schon wieder falsch. Ich wollte ihn da hinsetzen, wo es gerade ging. Da. So, dann die Glyphen, die schwingen um ihn herum. So. Und nehmen dann auch noch den Ausgang mit. Jetzt können wir mal neue Popcorns sammeln, aber wird, denke ich mal, auch relativ schnell Platz Nummer 1 werden. Habe ich so das Gefühl. Oh Gott, oh Gott. Das tut weh vom Leben her. Meine Güte. Oh, noch ein Blumenaufschlag. Auch wenn er 4000 kostet. Ja, seht ihr, jetzt können halt die... Oh. Konnte er gerade die Dings angreifen? Habe ich das richtig gesehen? Wir brauchten nochmal eine Tarnrunde. Und das spult nochmal zurück. Also ich bin der Meinung, er hat die gerade angegriffen. Die Tarns. Wäre natürlich dann auch schon wieder ein versteckter Skill, dass der Glyphenführer die Tarns dann angreifen kann. Also nicht nur mit den Glyphen an sich, sondern halt auch mit dem normalen Attack, den er hat. Oh, ein Feuerring hier. Na, ist das ätzend. Oh, Blumenaufschlag hat mir echt den Arsch gerettet, glaube ich. Mal schön auf den stärksten gehen, damit die meisten Schichten schon mal zerstört werden. Ist aber fast 5000, der ist schon bei 8000. Okay, die normale Blunze wäre natürlich besser. Erstmal. Ich habe echt immer Angst, dass die durchrennen. Guck, der kann's. Der kann in der Tat. Als Glyphenführer kann er Tarnballons angreifen. Warum steht denn das nirgendwo? Oh Gott, sind das viele. Gott, krieg da mal einen Bammel-Ass. Gibt's doch nicht. Wenn wir noch einen Blumenaufschlag hinmachen. Ist mir ein bisschen zu risky da vorne. Oder beziehungsweise da hinten. Verstehe nicht, warum das nicht erzählt wird. Total nervig, ey. Oh ja, schon ganz gut Popcorns, der kriegt ja auch durch ganz ordentlich was dazu. Ja, 8300. Kommt auf jeden Fall popmäßig schon wesentlich schneller hinterher als der Reißnagelwerfer. Einfach weil der viel, viel mächtigeren Skill hat. Kostet einfach nicht ohne Grund 10.000. Den kriegt er noch eingeholt, da bin ich mir sicher. Da greift er doch die Tarns an.
Ist das crazy. Vor allem gerade bei Runde 60, wenn der erste B4 kommt, geht der in der 12 raus und geht wieder in die 12 rein. Heißt also, er würde komplett durchlaufen einfach mal, so, ne, relativ easy und man würde das nicht so wirklich mitkriegen. I. Nächste Runde kommt was richtig Ekliges. Auf den arktischen Wind. Scheiß auf die Mobschläge. Ich brauche sowas von den arktischen Wind. Jetzt kann ich ihn mal wieder hinbauen. Oh Gott. Ist das ekelhaft. So. Versuchen wir die Runde nochmal. Ich denke, wenn ich einen zweiten Gliefenführer hinsetze, haben wir ganz gute Chancen. Die Frage ist, wo genau setze ich ihn hin? Und da steht er eigentlich schon wirklich optimal. Hier oben passt er leider nicht wirklich hin. Muss ich ihn vielleicht nochmal verkaufen? Mal gucken. Mal schauen. Es sind wahnsinnig viele Tilitans, die einfach durchkommen. Ja, die Herzen gleich, ne? Waren ja das Schwierige gewesen. Achso, warte mal, ein Dings. Ach, gegen die Keramiks habe ich mir gerade so überlegt gehabt. Brauchen wir eigentlich keinen arktischen Wind, genau, dann passiert nämlich genau das hier. Entweder die Glyphenführer. 1300 hier oder hier hat der Eisturm. 2000. Regelt das schon. Ein Hoch auf den Blumenaufschlag. Letzte Runde. 65. Ein Continue gebraucht. Das ist echt schade, dass man sich hier kein Continue kaufen kann. Muss ich es leider über die Bug-Variante versuchen. Ich würde ja bezahlen dafür, aber die wollen nicht. Und ich werde es garantiert nicht nachspielen. Ach du Scheiße. Da habe ich sie falsch geskillt. Ich hätte sie auf ersten skillen müssen. Definitiv auf ersten skillen. Damit sie immer den Dings kaputt machen. Immer den Moab. Der hat ganz, ganz vorne das und der BFB ist halt langsamer. Deswegen können wir da ruhig den Fokus erstmal auf was anderes setzen. Ich würde ganz gerne den hier verkaufen. Für Moab-Schläge. Ich denke, das ist vielleicht auch noch ganz gut. Dieses Reselling von Türmen finde ich einfach wahnsinnig wichtig. WTF. Jetzt natürlich nicht mehr auf den ersten, sondern auf den stärksten. Okay. 100 Dollar Belohnung. Das hätte man sich irgendwie auch... Naja, gut. Hätte man auch anders machen können wahrscheinlich. Schon wieder Uhr, meine Güte. Meine lieben Freunde, das war's erstmal gewesen. Zwei Continues habe ich gebraucht. Ekelhaft. Aber so ist es halt. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von BTD5. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.